ihr mir ja letztes Mal Bestrafungen in die Kommentare geschrieben habt, was ihr machen könnt, wenn ich quasi die Entscheidung nehme, die der andere, beziehungsweise die Leute weniger genommen haben. Boah, ey, Alter. Oh. Hey und ein maximales Willkommen wünsche ich euch zu einer neuen Folge. Warum mache ich das eigentlich immer mit meinem Fingern? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer ganz neuen, brandneuen ersten Folge. Was würdet ihr lieber tun? Would you rather? Ihr seht schon, es ist so ein ähnliches Spiel, in Anführungsstrichen, was wir die letzten Mal auch schon ein paar Mal gespielt haben. Bloß diesmal ist es halt entweder oder. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich fange einfach mal direkt an, beziehungsweise wir fangen direkt an mit dem ersten Mal. Pass auf, Freunde. Entweder wir würden ein Genie sein in einer Welt voller unintelligenter Menschen, voller Idioten. Und wir wären Dr. Professor Maxle. Oder wir sind ein total unintelligenter Haufen Stück Scheiße in einer Welt voller Superhirn. Ganz ehrlich, ich glaube, da gibt's echt gar nicht viel überlegen, weil wenn du dumm bist, siehe Forrest Gump, und alle anderen schlau sind, dann hast du es eigentlich letztendlich auch ein bisschen leichter im Leben, weil du dir gar nicht die Gedanken drüber machst. Du Pisser, du bist dumm. Andererseits, wenn du aber schlau wärst und die anderen wären dumm, dann weißt du ja, ey, warum seid ihr alle so dumm? Deswegen würde ich auf jeden Fall rot klicken, ne? Krass. So, Freunde, da bin ich wieder zurück. Ich wollte nämlich sagen, dass ihr mir ja letztes Mal Bestrafungen in die Kommentare geschrieben habt, was ihr machen könnt, wenn ich quasi die Entscheidung nehme, die der andere, beziehungsweise die Leute weniger genommen haben. Und jetzt habe ich mir hier, sieht man das? Hier, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat geholt. Und davon muss ich jetzt immer einen Schluck trinken, wenn ich quasi verkackt habe. Es ist drin, ich werde das natürlich nicht alles trinken, ne? Aber einen kleinen Schluck. Boah, ist das überhaupt noch gut? Boah, ey, Alter. Oh. Okay. Okay, weiter geht's. Boah. Also entweder. Oh, leck mich am Arsch, ey. Was heißt denn Whoopee Cushion? Ich bin der allerschlauste Mensch dieser Welt. Memo an mich selbst. Ich sollte definitiv besser aufpassen. Auf jeden Fall heißt Whoopee Cushion, ich glaube, man sieht es gerade nicht, weil die Facecam drüber ist, Furzkissen. Entweder wir wären berühmt dafür, dass wir das Furzkissen erfinden, oder wir wären berühmt dafür, dass wir. Was sind denn die Snap Bracelets? Ah! Das sind diese so, weißt du, wo du so drauf machst? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, wir klicken Furzkissen, ne? Alter, Gott sei Dank. Ich muss keinen Saft trinken. Alter, jetzt stinkt hier alles nach. Boah, egal. Okay, weiter geht's. Nächste Frage. Entweder sind wir ein Superheld und wir werden aber von jedem gehasst. Oder wir haben keine Arme oder Beine, aber wir werden von allen geliebt. Alter, ich glaube, das ist keine Frage. Superhero. 69% haben es auch genommen. Keine Frage, Freunde. Nächstes. Entweder wir töten jemanden, den wir hassen und werden dabei erwischt. Oder wir töten jemanden, den wir lieben und werden niemals erwischt. Hä, das macht doch gar keinen. Alter. Das ist eine gute Frage, Sherlock. Alter. Ich kann doch keinen töten, den ich lieb, ey. 83% auch, ja, Mann. Pff, vergiss es doch. Also entweder wir fühlen keinen Schmerz, aber wir sehen alles kommen, oder wir sind jedes Mal also schläfrig, aber jedes Mal, wenn wir aufwachen, haben wir Schmerz. Das erste. Auch wieder 82%. Was für eine Frage. Ah, kein Kommentar. Nein. Ich muss sagen, das neue Album von Justin Bieber ist gar nicht schlecht. Und da ich überhaupt kein Metal mag, würde ich sagen Justin Bieber und. Prost, Mahlzeit. Oh. Oh.
Okay. Alter, das war ein ganz schön großer Schluck. Glas steht jetzt auf jeden Fall weg. Oh, es ist ekelhaft. Okay. Nächste Frage. Entweder wir wissen alles oder wir sind der Regelgeber von allem. Zweiteres. Okay, Freunde, wenn das so weitergeht, dann halte ich das nicht mehr aus jetzt. Oh, Alter. Entweder niemals die Möglichkeit haben, ein Kompliment zu machen, oder niemals die Möglichkeit haben, sich zu beschweren. Wie kommt man auf solche Fragen, Alter? Lasst uns mal auf eine Alltagssituation drauf eingehen. Da ist ein schönes, hübsches Mädchen. Du willst das so ansprechen, oder für die Mädchen ein schöner, hübscher Kerl. Und du denkst dir so, ja, Mann. Dem sage ich jetzt, dass er gut aussieht, vielleicht kriegst du seine Nummer. Andererseits ist da vielleicht so ein stinkender Typ neben dir in der Bahn. Und du kannst ihm nicht sagen, dass der stinkt. Oder halt quasi, dass der bitte weggehen soll. Oder, ach, keine Ahnung. Ich habe Angst drauf zu drücken, Freunde, egal was jetzt kommt. Freunde, das Spiel hasst mich. Dieses Spiel hasst mich absolut. Okay, komm. Eine machen wir noch. Be King Kong oder Godzilla? Keine Frage, King Kong. Jo, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's irgendwie nicht so gefallen. Wenn ihr Spaß mit dem Video trotzdem hattet, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wäre cool, wenn wir 20 Daumen nach oben schaffen würden. Falls ihr mehr solcher Videos sehen sollt, haut doch auch einfach mal runter in die Kommentare weitere Vorschläge, was ich mir als Bestrafung als nächstes antun kann. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!